Ja, herzlich willkommen, liebe Leute, bei Infrarot, dem Lagebericht zur Ukraine, wo ich versuche, euch die Nachrichten, die jetzt rund um die Ukraine-Krise wichtig sind, ja, möglichst faktenbasiert und emotions- und perspektivfrei wie möglich zu geben. Ist schwierig im Moment, die Ereignisse überschlagen sich tatsächlich im Moment auch im Westen, also wie ich jetzt vor einer halben Stunde mitbekommen habe, ist RT und RT.de jetzt auch bei Telegram gesperrt. Die meisten wissen, dass Telegram Pavel Durov gehört, der seine App eben noch lange, lange Zeit freigehalten hat für verschiedenste Meinungen und der auch so eine Art Hoffnungsträger war in der alternativen Medienszene. Da bekommt man jetzt also beim Aufrufen der Kanäle nichts weiter zu hören, nichts weiter zu sehen als ein Bild, als eine Erklärung, dass diese Inhalte nicht abrufbar sind, weil sie lokalen Gesetzen oder Vorschriften widersprechen. Ja, die Webseite von RT.de sowie RT scheint im Moment auch nicht erreichbar zu sein. Das ist schon in den letzten Tagen passiert, da gab es DDoS-Attacken. Ist jetzt die Frage, ob das nun eine wirkliche Abschaltung ist oder ob das jetzt auch wieder DDoS-Attacken sind. Was man so aus den Telegram-Kanälen raushören kann, ist, dass es sich wohl eher um eine Abschaltung handelt. Ja, Möglichkeiten, da noch ranzukommen an die Informationen, ist natürlich über ein VPN-Netzwerk machbar. Das kostet allerdings Geld oder über einen Tor-Browser, der wahrscheinlich langsamer ist. Ich weiß nicht, ob da die Technik jetzt besser geworden ist, aber bei einem Tor-Browser hatte ich jedenfalls in der letzten Zeit immer noch Geschwindigkeitseinbußen. Aber wenn man nur Texte lesen will, dann geht das ja meistens. Ja. Ja, zur politischen Lage sehen wir hier einen Kommentar in der Bild-Zeitung von Springer-Chef Matthias Döpfner. Die NATO muss jetzt handeln. Wenn Putin Kiew erobert, weil der Westen, also vor allem die Mitglieder der NATO, keinen militärischen Widerstand geleistet haben, dann ist der Westen geschwächt. Und wenn er geschwächt ist, werden die Chinesen Taiwan annektieren. Wenn Taiwan ohne Widerstand übernommen ist, ist der Westen politisch am Ende. Deshalb müssen die NATO-Mitglieder jetzt handeln. Sie müssen jetzt ihre Truppen und Waffen dahin bewegen, wo unsere Werte und unsere Zukunft noch verteidigt werden. Zur Not auch ohne NATO. Was meint er zur Not auch ohne NATO? Dann sagt er, dass es ja ein Verteidigungsbündnis ist und formell ein Artikel 5 erstmal in Kraft treten muss, also wenn ein Mitgliedsland angegriffen wird. Und das ist im Moment ja eben nicht der Fall. Man kann natürlich auch sagen, okay, jetzt schreibt er das in den Text, dass der Cyberkrieg ist das auch schon ein Angriff. Ja, und das ist aber auch, da muss ich auch sagen, aus westlicher Logik, aus einer Bildlogik tatsächlich fast schon zwingend. Das kann man auch, muss man eben dann auch mal so stehen lassen. Ja, es gab Forderungen von Zelensky zur Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine und Jen Psaki, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, sagt, wir werden nichts in Erwägung ziehen, was die Vereinigten Staaten in einen Konflikt mit Russland bringen würde, denn dann müsste das US-Militär ja auch russische Flugzeuge abschießen und das wäre ein direkter Konflikt mit Russland. Das wollen sie vermeiden jedenfalls. Interessant ist die Aussage von US-Senator Lindsey Graham, der zum Aufruf, der zur Ermordung Putins aufruft, der sagt, da gibt es einen Brutus, gibt es einen Stauffenberg in Russland, der da tätig werden könnte. Dann hat sich die russische Botschaft dann auch beschwert und eine offizielle Entschuldigung gefordert. Ja gut, also dazu kann man natürlich auch sagen, dass, glaube ich, über so ziemlich jeden US-Präsidenten so gesprochen wurde. Das ist jetzt kein Einzelfall, der nur einseitig in die russische Richtung gehen würde. Gestern wurde ja auch schon berichtet, ich gehe jetzt mal von den USA nach Russland, dass die Zentralbank für Devisenkäufe, also US, Dollar, Euro, britisches Pfund, jetzt 30% Aufschlag, Provision brechen werde, wenn
das von Privatpersonen getätigt ist. Pardon. Und das ist natürlich jetzt ein Zug, um die, um das Geld oder beziehungsweise um die Inflation möglichst niedrig zu halten. Und das passt auch ganz gut zu der gestrigen Aussage, dass also jetzt der Goldeinkauf vereinfacht werden soll, um damit die finanzielle Situation in Russland zu stabilisieren. So, Facebook ist gesperrt in Russland. Ähnlich ist es nicht wie hier mit RT, das ist schon eine andere Nummer. Und wird jetzt auch nicht so, so wie es aussieht, nicht in nächster Zeit wieder verfügbar sein. Dann müssen die Russen eben auch auf VPNs zugreifen oder Tor-Browser. Ebenso ist BBC, Medusa, das ist ja auch ein regierungskritisches, könnte auch sagen ein regierungsfeindliches Medium, ist in Russland gesperrt worden. Und die Webseiten der Deutschen Welle und Radio Free Europe und Radio Liberty. Das von welchem ist das? Vom National Endowment for Democracy in den USA wird das auch finanziert, glaube ich. Ja, also die sind jetzt auch nicht mehr erreichbar. Also auf beiden Seiten der Konfliktlinie werden jetzt auch die Informationskanäle gesperrt. Und da müssen sich eben beide Seiten auch Gedanken machen, wie sie dann trotzdem an die Informationen kommen. Ja. Zu einem anderen Thema. Es war wohl so, dass in Baikonur jetzt auch noch mehrere Satelliten von OneWeb, das ist eine britische Firma, auf einen Start gewartet haben mit einer russischen Soyuz. Dieser Start ist jetzt erstmal abgesagt. Jetzt haben die Briten gesagt, sie wollen diesen Start nicht. Dann haben die Russen gesagt, oder die Russen haben es zuerst gesagt, wir werden diesen Start nicht ausführen. Auf jeden Fall ist das so eine Art, jetzt versucht man sich zu überbieten mit negativen Aussagen. Also wer da jetzt zuerst den Rückzieher gemacht hat, weiß man jetzt nicht, aber auf jeden Fall wird dieser Start jetzt nicht stattfinden. Und der zeigt auch eine Verflechtung der internationalen Industrieebene mit Russland, die vielleicht vielen, die Sanktionen befürwortet haben, so jetzt auch gar nicht erstmal klar war. Also es war vielleicht vielen Leuten auch nicht klar, dass Flugzeuge russischer Fluggesellschaften eben auch geleast sind bei westlichen Firmen. Und diese Flugzeuge sind dann jetzt erstmal, weil sie kein Überflugsrecht in Russland haben, sind sie in Russland gestrandet. Und die Crew wird auch bestimmt nicht da, die ganzen Crews müsste man erstmal dahin bringen, um diese Flugzeuge zurückzuholen. Und das geht aufgrund des fehlenden Überflugsrechts nicht. Und da spricht man auch von Milliardenschäden, die eben in diesem Flugzeug-Leasing-Business dann zu erwarten sind im Westen. Gut. Zur militärischen Lage ist es in der Ukraine jetzt bis auf ein paar Neuigkeiten weitgehend ruhig geblieben. Was ziemlich große Wellen geschlagen hat, ist der Angriff auf ein Kraftwerk in der Nähe von Saporischschja, oder das Kraftwerk heißt Saporischschja, in der Stadt heißt Energodal, ein kleines Städtchen. Und da war es auf der Tagesschau zum Beispiel zu lesen, dass russische Truppen das Kraftwerk angegriffen haben oder sowas. Und das ist ja klar, das ist auch so passiert. Oder sage ich mal, was dann halt eben nicht berichtet wird, ist, dass die ukrainische Truppen da eben verschanzt haben. Also die russischen Streitkräfte beschießen nicht einfach so ein Atomkraftwerk. Und jetzt konnte man aber auch von der Seite, das ist übrigens ein interessanter Fund, den ich gemacht habe, vom Nationalen Sicherheitsrat der Ukraine, eine offizielle Seite, konnte man also lesen von Petro Kotin. Das ist der Präsident von Energoatom, also der ukrainischen Atombehörde, und der hat im Fernsehen gesagt, dass also die Russen vor allem ein Ausbildungszentrum da beschossen haben, Verwaltungsgebäude, das Eingangstor beschädigt haben und dass auch eine Granate dann in einen Kraftwerksblock flog, was natürlich schlimm genug ist, gar keine Frage, aber sie haben jetzt nicht, vielleicht wie man
so denken könnte, aus diesem Tagesschau-Bericht jetzt die ganze Zeit versucht, auf die Kraftwerksblöcke draufzuhauen. Ja. Das Kraftwerk ist übrigens auch wieder in Betrieb, es arbeitet ohne Beschädigung und es ist auch keine Strahlung ausgetreten. Ja. Und ich glaube, Dmytro Kuleba, der Außenminister der Ukraine, hat dann schon von Atomterrorismus gesprochen und so weiter. Auf der Facebook-Seite hat der ukrainische Verteidigungsminister Oleksiy Reznikov, ich zitiere einfach mal, also er sagt in dem, ist jetzt überzeugt, dass also der Durchbruch im russisch-ukrainischen Krieg kurz bevorsteht, der Sieg der Ukraine unmittelbar bevorsteht, und dann sagt er, in diesen Stunden und Tagen gibt es einen Wendepunkt in der Situation. Wir müssen gesammelt sein und uns besonders konzentrieren. Also die ukrainischen Verteidiger haben den Feind in den meisten Richtungen aufgehalten und in einigen Gebieten werden die ukrainischen Streitkräfte Gegenangriffe unternehmen. Nach 8 Kriegstagen hat die russische Armee Verluste von 10.000 Toten hinzunehmen oder überschritten. Und es ist auch ein russischer General eliminiert wurde und die russische Gesellschaft jetzt beginnt, die Verluste zu spüren und anzuerkennen. Ja. Gut, was anderes muss man von ihm auch nicht erwarten. Putin auf der anderen Seite spricht auch vom Erreichen der Ziele und Aufgaben. Da ist also PR auf beiden Seiten zu beobachten. Es ist, denke ich mal, auch klar, dass man nichts anderes sagen wird. Dazu kommt dann auch, dass in Kherson, was unlängst so ziemlich befreit wurde, so wie in Melitopol im Süden der Ukraine, jetzt russische TV-Stationen anfangen mit Sendebetrieb aufgenommen haben. Ja, Wladimir Selenskyj, das ist mir jetzt hier ein bisschen durcheinander geraten, hat auch in einer Rede erklärt, dass also den russischen Angreifern es jetzt an keiner der strategischen Fronten gelungen ist, ihre Ziele zu erreichen und dass sie zum Verlieren verdammt seien, auch hier. Ja, was anderes kann man auch nicht sagen. Ich habe mir eine Rede angeschaut von ihm. Er wirkte ziemlich müde, was auch zu erwarten ist. Er hat ein bisschen unklar geredet. Ja, ganz normal. Gut, eine Nachricht, die ja auch erwartbar war, muss man sagen, die man jetzt im Westen auch nicht unbedingt lesen würde, oder in Deutschland, dass ein pro-russischer Bürgermeister in einem kleinen Städtchen in der Region Lugansk von pro-ukrainischen Truppen erschossen worden ist. Und sein Leichnam, das sieht man hier auf Daily Mail, und sein Leichnam dann öffentlich auch irgendwo so platziert worden ist, dass es auch jeder sehen kann. Und dieser Bürgermeister hieß Wladimir Struck, war ein ausgesprochener Befürworter der russischen Politik und das ist dann auch passiert und man geht davon aus, dass es sich halt hier auch um eine Nachricht quasi handelt an andere Menschen, die jetzt auch sich pro-russisch zu erkennen geben, dass das keine gute Idee ist jetzt momentan. Ja, dazu kommt dann auch, dass sich jetzt vermehrt halt auch so Untergrundtruppen, das ist auch noch eine Entwicklung, die ganz interessant ist, also wir haben ja auch schon gehört von den ausländischen Kräften, die jetzt in die Ukraine gekommen sein sollen, um zu kämpfen auf ukrainischer Seite. Dann gibt es man hat Bilder gesehen von einer weißrussischen Gruppe, die sich dem Azov-Bataillon angeschlossen hat. Man hat Bilder gesehen eines anarchistischen Widerstandskomitees, die jetzt in den Kampf irgendwie eingreifen, die alle irgendwie bewaffnet sind. Ob jetzt aus dieser Waffenausgabe auf der ukrainischen Seite, weiß man nicht, aber die haben alle irgendwelche Kalaschnikows oder irgendwelche leichten Maschinengewehre zur Hand oder Panzerabwehrraketen, die sie in die Kamera halten und so jetzt irgendwo in den Kampf eingreifen. Das sind also zivile Truppen, ob sie eine militärische Ausbildung haben, ist nicht bekannt, sind auf jeden Fall politisch-ideologisch motiviert. Ja, auf der anderen Seite gibt es dann auch so eine pro-russische, muss ich jetzt gerade mal gucken, pro-russische ukrainische Partisanen, die im Bereich Kiew tätig werden wollen, ebenfalls
so ein Mix aus ziviler Kleidung, militärischer Kleidung, verschiedensten Waffen, die zusammengewürfelt erscheinen. Also bei allem, was ich jetzt gerade gesagt habe über diese kleinen Truppen. Und ja, das nur mal so als Nachricht, die Schlagkraft ist, denke ich mal, beschränkt, dieser Abordnungen. Aber der ideologische Wille ist auf jeden Fall sehr, sehr groß. Dann vielleicht noch eine interessante Nachricht. Das Flaggschiff der ukrainischen Marine, Hetman Sahaidachny, wurde selbst versenkt von ukrainischen Truppen, um zu verhindern, dass sie dem Feind in die Hände fällt. Und man spricht auch von Luftangriffen auf militärische Stützpunkte in der Region Odessa an der Schwarzmeerküste. Ob das jetzt eine wirklich voll ausgereifte Invasion wird oder nur dazu dient, um Truppen in diesem Gebiet zu halten und in Kämpfe zu verwickeln, ist nochmal dahingestellt. Ich habe auch schon darauf hingewiesen, dass also die Nachschubwege bei den russischen Truppen nicht so gut funktionieren und ob sie die Kapazitäten haben, da jetzt in dem Bereich tätig zu werden. Das würde man jetzt mal sehen. Ja, also dann habe ich hier noch eine Karte, die ich gefunden habe. Ich finde die Fortschritte da sind ein bisschen sehr positiv dargestellt. Ich würde mal sagen, man kann vieles bunt anmalen, aber ob das in der Realität dann auch die Frontverläufe so sind, das sei mal dahingestellt. Ja. Also es wird nach wie vor in den Außenbezirken von Kiew gekämpft, es wird verstärkt in Charkow gekämpft, was viele Beobachter so ein bisschen ratlos zurücklässt, weil sich in so einem Häuserkampf eben nicht viel gewinnen lässt, weil so ein Häuserkampf auch nicht viel produziert, außer einfach auch Bilder von zerstörten Wohngebäuden. Und das fragt man sich auf russischer Seite, warum sich vielleicht russische Streitkräfte oder da in so einen Kampf verwickeln lassen. Ja. Wobei, denke ich mal, an diesem Punkt auch klar sein soll, wenn sich ukrainische Truppen verstecken, dann tun sie das eben auch in Wohngebäuden, in Schulen, in zivilen Einrichtungen, die dann eben auch zum Ziel, ich denke, das ist dann halt auch einfach so, die dann zum Ziel russischer Artillerie werden. Und das gibt dann halt eben auch dann eben die Bilder, die man im Westen sieht, ja. Dann hieß es auch auf der Tagesschau, in Mariupol wird gekämpft. Man weiß es nicht. Ein Ziel der gestrigen Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland war ja, dass humanitäre Korridore geschaffen werden sollen. Jetzt heißt es aus verschiedenen Kanälen dann wieder, dass gerade die ukrainischen Freiwilligenverbände, darunter eben Azov, AIDA etc. pp., dass die eben teilweise aktiv verhindern, dass Zivilisten die Stadt verlassen, weil sie sie gewissermaßen als menschliche Schutzschilde bräuchten. So ist jedenfalls die Rede. Ja, ob das jetzt überall so ist oder gar nicht so ist, will ich jetzt auch mal dahingestellt lassen. Möglich ist es natürlich. Genauso wie es auch auf der anderen Seite möglich ist, dass russische Streitkräfte auch ein Wohngebäude beschießen, in dem sich Menschen befinden. Das passiert, das ist einfach so. Aus Mariupol wäre eigentlich so viel zu sagen, dass jetzt das Wetter einfach sehr, sehr schlecht ist, dass Drohnen nicht aufsteigen können, um Aufklärung zu betreiben, dass man jetzt versucht, die Zivilisten mit Lebensmitteln zu beliefern und dann auch zum Verlassen durch diese humanitären Korridore zu bringen. Es ist nass, es ist schlammig, die Fahrzeuge können nicht richtig vorwärts kommen. Es ist fraglich, ob sich da jetzt in Mariupol viel bewegen wird, zumal, glaube ich, auch viele Beobachter dagegen sind, dass diese Städte eben jetzt auch in einen verlustreichen und langwierigen Häuserkampf eingenommen werden sollten, weil sie strategisch standen, weil sie, wenn sie schon eingeschlossen sind, auch einfach an strategischer Bedeutung verlieren. Ja. Gut, also das wäre es soweit von mir. Danke für eure Unterstützung, danke für euer Zuschauen. Also es wird auch bei uns enger und ich weiß nicht, ob
das jetzt das letzte Video ist, bevor der Kanal weg ist. Ich sage es wieder, wir fliegen anscheinend unterm Radar, obwohl wir fliegen anscheinend unterm Radar, obwohl unser Chef Ivan natürlich bekannt ist. Und ja, mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich kann die Lage jetzt auch für uns nicht einschätzen und ich weiß nicht, was kommt. Und deshalb, ja, danke für die Unterstützung. Solange es uns gibt, machen wir weiter und bis dann.